Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Du! Nee. Alles in Ordnung, Junge? Na klar. Nee. Diese drei Typen haben nichts gemeinsam. Ich bin nicht meine Schwanzlänge von dem Plattenverkauf entfernt. Und du weißt, was das bei mir bedeutet? Ich soll am Montag diese Firma hier übernehmen. Ich schulde niemandem irgendwas. Außer einer Sache. Sie drei sind Brüder. Halbbrüder. Sind wir sowas wie ein Regierungsexperiment? Fehlt da nicht noch ein Chinese und ein Eskimo? Es geht um viel Geld. Laut Aussage ihrer Mutter handelt es sich um 120.000 Euro. Sie hat das gesamte Erbe für ihre Söhne versteckt. Ja, Alter, wir müssen es finden. Das sind 40.000 Kracher. Each. Pack deine Sandalette, morgen früh abfahren. Ich hab eine geile Karre besorgt. Deine Brüder sind da, Bitch! Komm raus, du Hure! Verkaufst nach Oma Stoff? Wir machen das auch ganz schnell, wie die Deutschen beim Sex. Rein, raus. Und tschüss. Ich hab jederzeit alles unter Kontrolle, immer. Haben die Bullen dich gesehen? Ich hab dicke Backen gemacht und die Stimme verstellt. Alter, wir sind am Arsch. Wir sind drei Halbbrüder, gleiche Mama, unterschiedliche Papas. Deine Mom steht auf Abwechslung. Mama war eine Schlampe. Den habt ihr enorm einen runtergeholt auf deine Mutter. Unsere Mutter. Wer sind die zwei Witzbolde? Meine Brüder. Ein Bimbo und ein Kanake? Das ist eine lange Geschichte. Mama war eine Milf. Brüder, Mama war eine Schlampe. Moin. Sucht ihr ein Gästezimmer oder wollt ihr den Kiffing Bowl Kopfschmuck kaufen? Also ich wollte fragen, ob Sie mein Vater sind.